Willkommen hier bei Not a Hero mit Chris Redshield in Resident Evil 7 und mit mir der Annika, die heute nicht so viel gebacken bekommt, aber man kann nicht behaupten, dass wir nicht einigermaßen vorankommen. Von daher finde ich das jetzt noch nicht so schlimm. Geht schon. So wie komisch heute, also weiß nicht. Also einerseits, ja, weiß ich nicht, ich will mich ja dafür entschuldigen. Ich kann sowas halt manchmal nicht so gut. Vielleicht ist doch alles gar nicht so schlimm und ich denke das gerade nur, weil ich zwischenzeitlich, mich hat das alles so ein bisschen zwischenzeitlich irritiert. Muss ich hier stehen. Ist das Lukas? Das ist Lukas. Oh oh. Ich will nicht gegen Lukas kämpfen. Okay, er denkt ja, wir sind tot, ne? Lukas. Hat er gerade go to on row. Gesund? Kann ich hier durch? Aha. Was macht der Typ da? Okay, anscheinend muss ich... Ich denke mal, ich muss den Strom ausstellen und kann dann durch die Tür... Na, gucken wir mal, was passiert. Plump. Mann, was zum Teufel? Scheiße! Oh. Lukas! Hilfe! Nicht so schnell! Okay, da war so ein... Okay, also, wir haben hier gerade Action, aber ich lese erstmal was vor. Ich habe alle Connections-Forscher umgelegt. Oh, die haben ihre Nase in Dinge gesteckt, die sie nichts angehen, als sie dachten, ich schaue nicht hin. Aber ich wusste genau, was sie treiben. Mochten es wohl nicht, dass sie unter mir standen, also habe ich sie in einem Käfig mit ein paar Moldet geworfen. Die haben sich in die Hose gemacht und um ihr Leben gebettelt. Ich hoffe nur, dass ich mir das Lachen verkneifen kann, wenn ich berichten muss, dass denen ein unglücklicher Unfall zugestoßen ist. Wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, mich von den Connections zu trennen. Ich bin der Einzige, der Evelyns Schimmelpilz gut nutzen kann. Geil. Meine an den... Den Dietrich. Oh je, muss ich... Ich weiß, wo ein Dietrich ist. Wo die Kiste ist. So gar nicht mal... Da! Meint er, da kann ich noch hin? Hier, guck mal, gesendet am Donnerstag, 20. Juli 2017. Die Dinge sind etwas aus dem Ruder gelaufen, aber ich habe mich drum gekümmert. Sende jetzt die E-Daten, sollte nicht lang dauern. Wenn das fertig ist, bin ich hier... Okay, ich werde gleich mal speichern und so. Na? Käufer für E-Daten? Hab einen. Für Übertragung vorbereiten. Okay, irgendjemand hat das abgekauft. Ich war mal, bevor ich da hinten reingehe. Mach ich nochmal. Ja, den Dietrich verliere ich, glaube ich, sowieso gleich noch. Ich speichere mal kurz. So. Und dann gucken wir mal, ob wir... Ach, jetzt haben wir sie entriegelt.
Genau. Wollen wir die Kiste da mitnehmen? Kommt, ich versuch's einfach mal. Vielleicht ist ja was Nettes drin. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja laden. Okay. Hätte schlechter sein können. Die brauchen wir wahrscheinlich. Macht die eigentlich genauso? Also, klar, die lässt die Typen sozusagen verletzlich werden, aber macht die auch normal Schaden? Also kann man die auch als normale Muni nehmen, sozusagen? Das wäre immer interessant. So, das haben wir uns durchgelesen. Reagiert er auch, wenn ich in der Hocke bin? Na, sicherlich. Okay, das hätten wir. Wahrscheinlich kommt gleich ein ganz toller Bosskampf mit Lukas. Oh Gott. Mir liegt sowas ja immer sehr. Also wenn da schon Kisten stehen, dann weiß ich doch, wie der Hase hier gleich läuft. Oh Gott. Guck dich mal hin. Wir haben deine E-Mails. Wir wissen, dass du jemandem Infos gibst. Das geht dich verdammt nochmal nichts an, Chris. Viele Leute da draußen möchten etwas über unsere kleine Evie wissen. Viele Leute. Deine Freunde, die Connections, wissen davon? Die scheinen mir nicht von der persönlichen Sorte. Das ist meine Sache. Lass die meine Sorge sein. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Werde ich das? Was? Tja, Chris, das bringt's nicht so ganz. Ich nicht. Nein. Ich glaube es. Glaub es. Es ist vorbei. Es ist nicht. Nein. Niemals. Halt's mal und akzeptier's, Lukas. Oh, das wird dir gefallen. Stark. Boah, wie eklig. Oh, so, fühlt sich das also an. Ach du Scheiße. Wir haben hier unten ein Problem. Infektion bei kritischer Masse. Ach, erzähl mir was Neues. So, ich hab da etwas für dich. Du bist total am Arsch! Ich merke schon! Mit Vorsicht vorgehen. Extremer Vorsicht. Ach, das ist anders. Nicht, dass ich das tue, seit wir hier sind. Was? Okay, ich muss gegen Lukas kämpfen mit seiner mutierten Version, die wie aussieht? Na, die Bakers können sich ja alle verwandeln. Wir wissen auch nicht, wie... Also, ich möchte nicht sagen, aber... Du musst nicht herkommen. What the hell? Was ist das denn? Okay, vielleicht sollte ich den... Muss ich den vorher so bearbeiten? Okay. Hat der da ein Herz oder so? Okay. Also bis jetzt. Bis jetzt läuft es ganz gut, sagte sie und wurde getroffen. Muss ich den immer mit diesem Scheiß hier treffen oder ist das die. Oh Gott. Jetzt ist er halt da, ne? Er ist scheiße. Aua, 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 aua. Okay, warte, warte, warte. Ganz ruhig, Annika. Bleibe einfach ganz ruhig. Oh, fuck, ey, nee, okay. So läuft das nicht. Weil wir, was er gerade vorher macht, eigentlich doch gar nicht so viel anders, oder?
Mhm. Okay. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ah, jetzt so, okay. Ist wie bei Jack mit den Augen, ne? So ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Lass das doch, Lukas. Lass das doch. Ich kann übrigens nicht gut reden, wenn ich versuche, irgendwie... Kann ich denn eigentlich auch so einen Hieb verpassen? Das fände ich wirklich super, super albern. Wenn das gehen würde. Was macht denn da? Oder muss ich das immer durchhalten? Vielleicht muss ich ja noch gar nicht schießen. Oh Gott. Ne, vielleicht muss ich gar nicht schießen, sondern nur seine Attacken abwarten. Ja. Danke für den Ratschlag. Versorgungsstation ist betriebsbereit. Aha. Was bedeutet das? Dauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt wurden. Was? Aha. Oh Gott. Ich bin jetzt schon am Arsch gerade gewesen. Hätte gar nicht mitbekommen, wie geil ich bin. Ah! Ja. Was? Okay, ich muss mich. Ich hasse sowas. Ich kann sowas wirklich nicht. Gut. Muss ich jetzt von vorne anfangen? Ich glaube, ich hätte gar nicht auf ihn. Vielleicht mutierter Lukas. Jetzt habe ich mir das nicht durchgelesen, tatsächlich. Ich glaube nämlich. Ich probiere jetzt mal. Okay, tschüss. Ich probiere jetzt mal nicht auf ihn zu schießen, tatsächlich. Was war das eigentlich mit dem Sauerstoff? Ich glaube nämlich eher, ich muss nur ein bisschen wegrennen vor ihm. Ich glaube, wegrennen und warten, bis er erschöpft ist oder so? Keine Ahnung. Bis er irgendwie stehen bleibt? Ich glaube, der macht das nämlich... Der macht das nämlich nach der Attacke. Oh Gott. Kaffeekürs hat Ausdauer. Hey! Oh oh. Kann natürlich auch super falsch liegen, ne? Ich glaube, so funktioniert es nicht. Mhm. Drei Köpfe hat er anscheinend oder noch mehr. Kann ich gerade nicht ganz eruieren, diese Sache. Warum? Okay. Also wie ist das komisch, die ganze Sache? Okay, ich muss glaube ich den Kopf treffen. Oh Gott, Annika. Wow. Das fällt ja früh ein. Okay, ich hab's, ehrlich gesagt, warte mal. Kann ich das neu starten? Ich hab's verstanden. Okay.
Ich hab's nicht mit. Ich hab's tatsächlich beim ersten Mal nicht mitbekommen, dass man Kopf und Herz, Kopf, Herz, Kopf, Herz. Okay, alles klar. Dinge, die ich heute noch hinbekommen werde, Lukas töten. In seiner mutierten Variante. Du musst es herkommen und alles verlassen. Was? Ach, Hilfe, ey. Oh, da stehen noch Kisten. Die könnten, oh, vielleicht nützlich sein. Man weiß es nicht. Ich glaube, wenn er das macht... Hat er einen guten Status erreicht? Nehme ich den, mich zu töten. Ach du meine Güte. Ich habe das aber vorher mit dem Gewehr gemacht, ne? Da muss man... Okay, na klar. Wahrscheinlich könnte ich das auch mit dem Messer machen. Wahrscheinlich. Kannst ja gerne ausprobieren nochmal. Oh Gott. Was macht er denn jetzt? Lukas, bleib ruhig. Besser die gerne mal ruhig bleiben. Glaube ich eher gerade ein Problem. Ruhig bleiben. Oh Gott. Das ist ganz leicht. Das schaffen wir. Jetzt hat er, glaube ich, hat er gerade diesen Pilzstatus? Bin mir gerade nicht sicher. Ich habe fast keine Muni mehr. Also keine Polizeimuni. Keine Pistolenmuni. Ach du meine Güte. Oh Gott, mit daneben schießen so nicht so gut. Mhm. Drei Munition noch, okay. Vektor. Oh Gott, oh Gott, Bosskämpfe, Best of der ganzen Welt. Das? Kriegt das hin? Kann sich nur noch eine Stunde annehmen? Okay, okay, scheiße. Ich glaube, es ist gar nicht mal so wichtig, wie oft ich da reinhaue. Sondern überhaupt, dass diese Aktion stattgefunden hat, oder? So, jetzt tut ihm der Kopf weh, oder? Ja. Kann man machen. Kann man machen. Kontaminierung sprengt die Skala. Bring das Ding um, bevor die Luft ausgeht. Danke für den Ratschlag. Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Mhm. Oh Gott, die dürfte das eigentlich noch nicht machen, ne? Bitte warten Sie, bis Sie noch nach. Ah, fuck. Das war nicht gut. Ach, du Kacke.
Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe ihn immer nicht. Ich sehe ihn nicht so gut. Ja. Na! Alter. Ist jetzt hier schon wieder grün? Nö. Okay. Okay, da muss ich irgendwie anders teilen, die ganze Sache. Mhm. Aua! Hä? Wo kommt der denn her? Wo? Hä, der war doch gerade noch nicht. Springt der dann da oben rauf oder wie? Ich weiß gerade nicht, wo ich bin hier gerade. Doch, jetzt ist es wieder. Ich habe nicht mehr viel Sauerstoff. Hä? Das ist die falsche Waffe. Gibt es denn irgendwo Sauerstoff? Nur mal ganz interessant so. Ich werde jetzt sterben, ne? Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Haha! Super. So wird das nicht hier. Ach du Scheiße. Das Ding ist, dass ich immer wieder von vorne anfangen muss. Tatsächlich. Warum nimmt der eigentlich immer die Pistole? Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Das freut mich wirklich unglaublich. Irgendwie ist der Boss wirklich unangenehm. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Kommt du bestimmt wieder hier. Boah, das ist so fies, ne? Da wissen nämlich ganz genau. Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich keiner Dings mehr? Gott, das ist ein ganz schlimmer Bosskampf, ne? Das ist nicht meins. Oh, fuck, ey. Ah, ich komme nicht mehr weg, ne? Das ist auch schön. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt werden. Oh Gott. Bosskämpfe sind voll meins. Bosskämpfe kann ich nicht gut. Erinnert mich ein bisschen an Jake. An Jake. Okay. Alter, was soll das? Hä? Oh Gott. Das ist wirklich schrecklich. Wahrscheinlich. Gott. Oh mein Gott, ist das schrecklich. Ist das ein schrecklicher Kampf? Ach du meine Güte. Wie ich mich kenne, werde ich das dann, Das Geile ist auch, dass man ja immer wieder... Er wird dann noch wütender. Richten Sie so viel Schaden wie möglich an, wenn seine Innereien ungeschützt freiliegen. Ja. Das ist gut. Aber vielleicht war die Sache mit dem Messer vielleicht doch nicht so gut.
Weg hier. Oho. Wir sind noch nicht in dem Herzstatus, ich dachte. Ein Herzchen für Lukas. Jetzt sind wir im Herzstatus. Jetzt sind wir nicht mehr im Herzenstatus. Oh. Was? Was sagt er? Ah! Ah! Ich verstehe, ich gesagt, bei dem... Wenn die zweite Runde anfängt mit dem... Verstehe ich sein Verhalten nicht so ganz. Mhm, das ist gut. Nachladen wegen des Bosskampfes. Mhm. Okay, tatsächlich, okay. Oh Gott. Nett. Die Luftkontaminierung sprengt die Skala. Bring das Ding um, bevor dir die Luft ausgeht. Danke für den Ratschlag. Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Ah! So, jetzt darf ich nicht dahin, wo ich vorher war, glaube ich. Und der weiß auch immer, wo ich den Sauerstoff holen will, ne? Alter. Das ist gut. Sauerstoff geht zur Neige. Bei mir geht hier noch irgendwas anderes gerade zur Neige. Sauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt wurden. Ich sehe ihn auch kaum, ne? Das. Okay, das ist eine neue Attacke. Kann es sein? Die hat man irgendwie noch nicht so mitbekommen. Ich kann übrigens mal... Scheiße, von hinten weggehen, weil da hinten ist mein Sauerstoff, wenn ich langsam mal ran müsste. Sauerstoff, bitte warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt wurden. Ja, ja. Klar. Super, Chris, super. Ah! Liegt hier irgendwas? Liegt irgendwas? Oh Gott, nein! Oh Gott, ich brauch Sauerstoff. Ah, ich bin so panisch, ey. Das nervt mich so. Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Ja. Oh Gott. Sauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt wurden. Oh je. Nicht, dass ich den Moment verpasse, wo ich diese komische, ihr wisst schon, Ammo benutzen muss. Ah. Wo ist er? Wo ist der Schweinehund? Ah! Fuck. Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Was passiert denn da gerade mit ihm? Sauerstoff erschöpft.
Bitte warten Sie, bis was zum Henker passiert gerade bei ihm? Ich hab's doch nicht geschafft, oder? Würdest du mir sagen, ich hab... Was? Oh Gott. Alter. Alter. Oh. Oh Gott, beim vierten Versuch. Endlich. Chris, oh Gott. Datenübertragung fast fertig. Ja. Wie halte ich sie auf? Du musst irgendwie den Server runterfahren. Vielleicht gibt es irgendwelche Trafos, die du... Oder so? Okay, hat geklappt. Das wird die IT-Leute aufregen, aber... Sollen sie doch heulen. Wie ist die Lage? Anlage ist gesäubert. Auch neue Varianten beseitigt. Wow. Dann bin ich hier raus. Gott, dass ich das gerade geschafft habe. Da sind die Bakers. Außenwand aufgebaut und in Betrieb. Gut. Glaubst du, wir haben hier geholfen? Ihnen nicht, fürchte ich. Der Pilz ist eingedämmt. Hoffentlich sind sie Ivys letzte Opfer. Hoffentlich. Chris, ein Anruf für dich. Du musst ihn im Lager annehmen. Okay. Bin auf dem Weg. Aber Zoe. Okay. Gott. Resident Evil 7. Biohazard. Resident Evil, Resident Evil. Mission abgeschlossen. Oh Gott, ich bin durch, ne? Spielzeit 3 Stunden 8. Schwierigkeitsgrad normal. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass normal hier... Ich bilde mir das bestimmt nur ein, um mir das gut zu reden oder so. Antike Münzen 5 von 10. Akten gelesen 9 von 9. Also die Münzen sind mir wirklich ein bisschen schnurzi. In Metabaxen 6. Abwehraktion 0. Das ist Annika. Annika, die nie blockt. Ich block tatsächlich so selten in Spielen. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Stabilisierer verwendet 0 und 1. Wow. Oh. Okay, es ist doch nicht Profi. Unbedingt möchte ich unbedingt spielen. Okay. Aber, also, es ging eigentlich. Also, es ist eigentlich ganz, ganz so. Ich muss sagen, den Lukas-Bosskampf hatte ich jetzt wirklich gar nicht. Was ist das denn? Objekte Tosshammer Visier B. Okay. Wir haben ein paar Sachen freigeschalten. So scheiße fand ich es nicht. Wirklich nicht. Aber es ist halt tatsächlich für mich der, die. Nicht, ich spiele nicht oft Shooter. Also, mich kannst du vor dem schwierigsten Rätsel setzen oder so. Das kriege ich meist hin, aber Shooter sind halt, ich spiele kaum Shooter. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil es halt oft nicht was gibt. So, ich habe mal zwischendurch PlayerUnknown's gespielt und das war auch ganz cool. Aber ich werde in sowas nie der Vollprofi sein und möchte ich ja auch überhaupt nicht. Aber hey, ich habe es geschafft, ich bin durchgekommen und wahrscheinlich nicht schnell genug, wahrscheinlich nicht elegant. Aber ich habe es geschafft und es ist jetzt auch egal. Ich fand es ehrlich gesagt, also ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Mich hat das jetzt nicht überrascht, das DLC. Aber es hat mich jetzt auch nicht irgendwie, also ich finde das jetzt auch nicht super blöde. Ich wusste, dass das sehr actionreich sein wird. Was ich aber sagen muss irgendwie, es wurde ja so angepriesen mit, das wird die Story ein bisschen aufdroseln. Also ganz ehrlich, mit ein bisschen Fantasie kann man sich das ja vielleicht selber alles denken. Gerade das mit Lukas. Okay, also jetzt hat das Ding halt mit Lukas einen Abschluss gefunden. Das ist halt so, glaube ich, eine der krassen Sachen, ne? Aber das halt diese ganze Sache, alles wurde eingedämmt und Lukas wurde eingedämmt. Und ja, ich muss aber ehrlich sagen, es kann natürlich auch sein, dass das jetzt so ein bisschen alles... Ich fand es wirklich an vielen Stellen für mich so ein bisschen sehr viel zum Verarbeiten, sehr viel gerade zum Machen, zum Tun. Aber es kann auch wirklich einfach daran liegen, dass ich oft nicht so eine Art spiele. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich dann bei End of Zoe mehr den Durchblick habe tatsächlich, weil mir sowas mehr liegt. Das soll ja nicht actionreich sein, das soll ja sich wirklich... so ist es sogar angepriesen mit, dass man sich dort in die Hose machen soll. Also, okay, ich habe ein paar Hosen. Eigentlich habe ich gar nicht so viele Hosen tatsächlich, aber ich habe eine Waschmaschine.
Aber ja, also... Ich habe nicht viel erwartet von dem DLC und ich... Was mich jetzt überrascht hätte, wäre, wenn ich das jetzt super toll fände. Also ich fand... Ich hätte mir also was so... Gerade das hat alles was mit Lukas zu tun. Und mit Lukas, so dieses 21-Spiel, den DLC, der war zwar super, super splatterig und alles super eklig, aber selbst der war irgendwie... Der hat so zu Lukas gepasst. Ich fand, dass das gerade alles so nicht so ganz so zu Lukas gepasst hat, so zu der ganzen Situation. Und es ist halt einfach, es hat sich ein bisschen angefühlt wie, hey, wir haben da noch ein paar Monstermodelle, schmeißen wir die mal rein und dann töte die mal alle, ne? Aber das ist halt auch das Ding. Es gibt ja tatsächlich Leute, die mögen diese neueren Resident Evil-Teile mehr als die alten. Gerade deswegen, gerade wegen der Action, gerade wegen der Schießerei. Für viele ist das ja gerade schon auch tatsächlich Grusel. Für mich ist das kein Grusel. Für mich ist das klar, ich erschrecke mich vor dem Mordet. Aber Grusel ist das überhaupt nicht für mich. Und da schneiden sich die Geister. Deswegen haben sie, glaube ich, auch versucht im Hauptspiel, das so ein bisschen erst gruselig und dann halt diese Action-Sache mit mir... obwohl die mir jetzt tatsächlich noch besser tatsächlich gefallen als das DLC von der Actionlastigkeit her. Das war immer noch ein bisschen besser ausgeglichen. Also das ist auf jeden Fall ein DLC für Leute, die das actionreiche, lastige Resident Evil mögen. Ich glaube, wo das Problem bald entstehen wird, wenn diese Serie weitergeführt wird, ich habe mit so vielen Leuten über dieses Spiel geredet und alle meinten, bis zu der Mia-Sache war das Spiel super, super geil. Und dann wurde es irgendwie komisch. Und da muss Capcom gucken. Da müssen sie irgendwie einen Weg finden, sich zu entscheiden. Also mal irgendwie in einem Gang 3, 4 mehr Morde zu haben, ne? Also, dagegen sagt ja keiner was. Aber diese kompletten Action-Parts, die sind so ein bisschen... Die wären komisch. Da muss man sich dann entscheiden. Also... Ich wäre schön, wenn sie die Entscheidung dafür treffen, dass Resident Evil so atmosphärisch bleibt wie bei den Bakers zu Hause. Das hat halt allen immer unglaublich gefallen und ich will es ja auch gar nicht wirklich komplett kaputt drehen, um Gottes Willen. Mir gefällt das Spiel wirklich super, super gut. Ich fand das DLC auch vollkommen okay. Es ist okay. Mehr ist es gerade nicht. Ich fand aber auch bei den, zum Beispiel das Daughter, also das Tochter-DLC, das war unglaublich toll. Ich finde halt unglaublich gut, dass sie so eine kleine Rätselsache mit reinnehmen, wie dass man hinter Lukas stehen muss, dann den PIN-Code zu haben. Man muss es nicht machen, man kann es. Und das ist super gut, das ist super, super toll. Viele Sachen haben die so unglaublich gut umgesetzt und ein paar andere Sachen waren ein bisschen unglücklich, was aber halt auch daran liegen kann, dass die so ein bisschen, ja... Es ist halt an sich schon eine Spielerei und die müssen irgendwie versuchen zu gucken, wie reagieren die Leute, wie machen wir es besser. Mal schauen. Ich rede gerade sehr wirr, habe ich das Gefühl. Aber ja, wir werden dann, ich kann ja mal kurz hier auf Beenden klicken, weil dann kommen wir hier aus diesem DLC raus. Wir werden dann das nächste DLC natürlich anfangen und das wird The End of Zoe, das Ende von Zoe sein und da bin ich unglaublich gespannt drauf. Unglaublich. Ich freue mich sehr. Ich mag Zoe sehr. Ich mag die Person Zoe. Und dann lernen wir Jacks Bruder kennen. Und ja, aber dafür, ich muss ehrlich sagen, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass man das jetzt unbedingt, dieses DLC unbedingt spielen muss für End of Zoe. Klar, man muss es mal mitnehmen. Aber so richtig, ein bisschen komisch ist es, ne? Aber End of Zoe ist ja auch ein kostenpflichtiges DLC. Dafür, dass das DLC kostenlos ist, muss ich sagen, top. Ist vollkommen okay. Würde ich jedem empfehlen, der gerne ein bisschen mehr Action haben möchte in dem Spiel. Absolut okay. Ja, es tut mir leid für die Stellen, wo ich mich sehr glatt angestellt habe. Das war heute nicht so mein Tag. Vielleicht ist es... Manchmal kommt mir das vor, als ob es für mich schlimmer rüberkommt als für euch, aber... Naja, ich habe manchmal... Ich habe gedacht, wir stecken fest, aber wir haben gar nicht festgesteckt. War alles gut, ne? Dann, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sehen wir uns im nächsten Part wieder mit dem nächsten DLC, nämlich The End of Zoe. Ja, dann bis dann. Tschüss.